Er lächelte, und wir umarmten uns, ehe wir nach hinten gingen, um ein spätes Mittagsmahl einzunehmen. Wir sprachen über Gott und die Welt und vermieden lange das eigentliche Thema. Das war am Telefon schon längst bis ins Letzte besprochen worden. Ich wusste, obwohl er nicht mehr aktiv war, hatte er weiterhin seine Verbindungen und Quellen. Er war als inoffizieller Vermittler zwischen der alten sozialistischen Regierung und der ETA im Gespräch gewesen. Er hatte die ersten Kontakte geknüpft. Für einen Waffenstillstand sollten im Gegenzug zunächst die in Andalusien oder anderen weit entfernten Orten einsitzenden ETA-Gefangenen ins Baskenland überführt werden. Dann sollte ein Frieden mit teilweiser Amnestie ausgearbeitet werden. Die neue bürgerliche Regierung aber wollte unter keinen Umständen mit den Terroristen verhandeln. Die Gewalt war wieder aufgeflammt, die ewige Spirale der Gewalt. Erst beim Café kam ich auf den Anlass unseres Treffens zu sprechen. Thomas, waren Sie es? War es ein Irrtum? Er fingerte an der Stoffserviette. Ich rauchte. Sie waren es nicht, Pedro.